Gianporno. Guten Morgen zusammen. Schön, dass ihr alle wieder dabei seid. Wir machen heute eine Bergtour zu den oberen Gottesackerwänden. Die sind die Vorläufer vom Hohen Ifen. Und die stehen im Kleinwalsertal und das Kleinwalsertal liegt bei Oberstdorf im Allgäu. Jetzt war das ein schöner Weg zum Herlaufen schon. Bin ich da hinten hergekommen, gemütlich bergab, jetzt geht es ein bisschen bergauf. Hier seht ihr das Marttalhaus vor uns. Es soll heute heiß werden, ich habe viel zu trinken dabei und deshalb keinen Kopter. Wir haben unterwegs keine Hütten. Eine ungefähr 6-Stunden-Tour, 1000 Höhenmeter. Schauen wir mal, wie es wird. Ich freue mich schon drauf. Also wünsche ich euch viel Spaß, mir auch. Wir hören und sehen uns unterwegs. Pfiat euch. Ah, nicht vergessen, einschalten www.100seconds.de. Baba, pfiat die. Auf der Marztalalpe oder Alm. Ja, ich komme ins Schwitzen, ordentlich, aber war jetzt ein angenehmer Pfad und auf dem Boden waren solche durchgeschürften Steinplatten. Das ist wahrscheinlich jetzt mal der Vorgeschmack auf den Gottesacker oben, weil da wird es ja bestimmt nicht besser werden, sondern eher alles besteht dann aus sowas. Bin ich gespannt, freue ich mich. Bis dann, pfiat euch. Windex-Sattel, dreiviertel Stunde, ich glaube, das wird das nächste Ziel sein. Bis dann, pfiat euch. So, auf der Alm ist natürlich auch Weidebetrieb. Und an den Kuhfladen sieht man, dass die Kühe jetzt auch nicht mehr weit sind. Jetzt ist es so mit den Kuh, man hört ja auch viel von Killerkühen und wie gefährlich das ist. Das muss ich aber sagen, ich habe noch nie, ich gehe bestimmt seit 40 Jahren oder so in die Berge, ich habe noch nie Probleme damit gehabt, die Tiere, da haben wir eine Gästin, die Tiere einfach ein bisschen nicht drauf zugehen, nicht reizen, nicht mit dem Stock hauen und nicht rumbrüllen, sondern ganz normal dran vorbeilaufen. Und wenn die dann mal herkommen, ist halt oft ein Zeichen, die waren halt über Nacht hier oben allein, dann sind sie neugierig, dann kommt der erste Wanderer und den wollen sie erstmal beschnüffeln und so weiter. Also ich denke, mit Hunden muss man aufpassen und ich denke, Muttertiere mit Kälbern, den sollte man auch ein bisschen in Abstand halten. Ansonsten sehe ich da keine Probleme. Jetzt sehen wir hier hinter mir die oberen Gottesackerwände. Sieht aus wie so der kleine Igel hier, gell? So ein bisschen, echt ganz nett. Jetzt kommen immer mehr Wolken rein. Klar, die Luft ist feucht und ziehen darüber, aber sieht jetzt noch nicht nach Gewitter aus. So, schauen wir mal. Das Jungvieh auf der Weide, weil die werden nicht gemolken, also sie haben keine Milchproduktion, sondern da geht es darum, dass sie den Sommer hier oben kräftigen und Abwehr durch die Kräuter sich Abwehr bilden, um dann robuster zu sein gegen später. Es wäre sehr beschwerlich, glaube auf der Alm oben zum Melken, weil du hast ja keine elektrischen Geräte, Melkmaschinen, du müsstest das alles von Hand melken. Ich glaube, das wäre ein ganz schöner Aufwand. Also sind die Milchkühe im Tal und hier oben ist die Jungvieh oder so die Schumpen, wie man auch sagt. Ja. Schön hier. Da oben ist mein Pass. Bei der Käseherstellung trennt man das Eiweiß in der Milch raus und da gibt es eine Unterstützung in der Natur von den Kühen, von den Kälbern, und zwar das nennt sich Kälberlab. Das ist ein Enzym, welches die Kälber in ihren Mägen haben und das hilft, das aufzuspalten. Das wird heute auch chemisch hergestellt, aber im Großen und Ganzen ist die
aber im Großen und Ganzen ist es schon Natur. Torkopfscharte ist mein Gemüse heute, da muss ich lang. So, da sehen wir dann die oberen Gottesackerwände. Sieht ja schon schön aus. Und hier ins Land hinein, das ist der Bregenzer Wald. Schoppenau müsste da gleich um die Ecke sein, Damüls, Didamskopf und so weiter. Wollgras heißt das, glaube ich. Und es ist ganz ziemlich selten unter Naturschutz. Aber hier und da in diesen Gumpen auf den hohen Höhen kommt es vor. Ich kenne das noch vom Stubaier Höhenweg. Da waren auch wiesenweise. Schaut euch das an, wie schön, oder? Jetzt wird es leider nicht mehr arg weit in die Scharte sein. Jetzt komme ich gut in Schützen hier hoch. Bisher war es ja immer ganz geneigt, eigentlich ganz angenehm, der Anstieg. Jetzt ist es etwas steiler. Jetzt müssen wir hier in die Gottesackerscharte hoch. Und hinten zieht der Nebel rein, die Wolken. Aber ja, das ist nichts Schlimmes, würde ich mal sagen. So, jetzt haben wir es gleich geschafft, sind wir in der Scharte. Wir sind auf 1916 Höhenmeter. Das heißt, wir haben jetzt etwas über 900 Höhenmeter gestiegen. Ja, jetzt freue ich mich auf die Aussicht gleich auf der anderen Seite. Ich bin total gespannt, wie das jetzt aussieht hier. So, sind ja jetzt schon anspruchsvolle Passagen hier drin. Da geht es auch gescheit runter. Da müssen wir drüber. Da drüben geht es weiter. So, jetzt war es eintönig ein bisschen und langweilig da drüber über den Gottesackerplateau, immer durchsetzt mit Gras und Steine. Und hinter mir seht ihr schon die Station vom Hohen Isen. Und der Hennenkopf müsste das da drüben sein. Vielleicht gehen wir da auch noch hoch, schauen wir mal. Und ich denke, dass es jetzt abzusehen ist hier. So lang wird es jetzt nicht mehr sein, wenn ich da drüben den Mann sehe. Von der Größe her, ja, dann sind es hier auf 60 Höhenmeter oder sowas, jetzt nicht mehr so viel. Jetzt haben wir hier noch einen Grenzstein. Und zwar ist es ein Grenzstein für ein ganz auffälliges Dreieck. Vielleicht blende ich mal die Karte ein, dass man das sieht, dass hier so Deutschland und Österreich aneinander grenzt. Und das heißt, ich bin jetzt in Deutschland und jetzt stehe ich in Österreich. Servus miteinander und grüß euch. Bin ich fertig, jetzt mache ich mal eine Pause. Ich habe noch gar keine Pause gemacht. Was essen, ein bisschen ruhen und dann mal schauen. Es hat ein bisschen gerumpelt. Jetzt muss ich ein bisschen beobachten, wo das herkommt. Und dann schauen wir. Meter, 1153 Höhenmeter, um die 5 Stunden bin ich jetzt unterwegs. Jetzt bin ich oben an der Bergstation. Gebaut wird, da haben sie letzte Woche die Stützen mit dem Hubschrauber hochgebracht. Und da sind sie jetzt am Werk, wir müssen halt Gas geben, weil bald ist wieder Winter und dann muss ja auch fertig sein. Ja, jetzt habe ich Brotzeit gemacht, Vesper. Und das war jetzt lecker, Pause hat mir gut getan. Und jetzt bin ich im Abstieg zur Ifenhütte und dann zur Auenhütte. Also ich schätze mal, keine Ahnung, halbe, dreiviertel Stunde Ifenhütte.
und nochmal eine halbe Stunde Auenhütte vielleicht. Ja, dann ist schon mit rumlaufen nachher unten rum, das wird dann schon eine 7-Stunden-Tour heute wahrscheinlich. Aber das ist ja auch gut, ich muss ja für einen Großvenediger ein bisschen üben. Und da passt schon. Freut mich, ne? Hier seht ihr nochmal den Ifen. Schön hier die Ausläufer vom Ifen. Das sieht toll aus, so bollig, so ein bisschen wie der Schlern in Südtirol. Jetzt habe ich noch ein Nickerchen an der Ifenhütte gemacht und das Wetter beruhigt sich jetzt langsam, wird wieder besser. Und jetzt bin ich aber doch schon über 6 Stunden unterwegs. Schaut es da runter, die Ifenhütte, eine Dreiviertelstunde ungefähr bis dahin und dann wahrscheinlich noch mal eine weitere Dreiviertelstunde, schätze ich mal, bis nach, wie auch immer das heißt, wo ich da bin, Schwendle oder keine Ahnung, wo halt mein Auto steht. Ja. Nice, sehr schön hier. Da kommen so Urlaubsfeelings auf. Und das Schöne ist, ich mache das hier am Wochenende. Das liegt ja noch vor mir, mein Urlaub. Gell? Das Großvenediger habe ich schon erwähnt, ja. So, jetzt haben wir in der Auenhütte doch nochmal einkehren müssen. Prost. Wisst ihr warum? Das gibt's nur hier, das ist so geil. Da haben wir den ganzen Tag drauf gefreut. Jetzt höre ich schon iPod, weil es so langweilig ist. Ich weiß nicht, der Wegweiser sagt 1,5 Stunden nach Rietzlern, der Führer sagt eine halbe Stunde. Jetzt schauen wir mal. Auf jeden Fall habe ich mich jetzt fürs Runterlaufen entschieden, weil ich habe keinen Bock auf Busfahren. Und das sind schöne Sträßchen hier und man sieht die Leute überall im Urlaub in ihren Lodges. Das ist cool. Was für ein Zufall. Hier war ich im März einquartiert. Hier haben wir Skitourenkurs vom DRV Kaufbeuern gemacht. Witzig. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Da unten steht mein Auto. Noch steht es, nicht abgeschleppt. Ich habe ein bisschen illegal geparkt, muss ich dazu sagen. Ich hatte jetzt ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber jetzt sind wir da. 7,5 Stunden. Okay. Rest, ja, müssen wir mal schauen. Also schon gescheit. Aber der Runterweg jetzt von der Auenhütte, der war cool, muss ich sagen. Der hat echt Spaß gemacht. Dann sage ich 40. Schaut meine anderen Videos an. Ihr wisst ja www.100seconds.de. Und nächsten Freitag machen wir mittags schon, wenn das Wetter hält, Gründen, Afterwork quasi. Auf den Gründen und das wird auch eine tolle Sache. Ich freue mich schon. Macht's gut, bis dann. 40.